So, zurück bei Lück oder bei mir, je nachdem, was euch lieber ist. Und wir wollten ja jetzt noch ganz kurz das Fleisch holen aus der Jägershütte oben. Und dann wollen wir ja... Achso, ich kann ganz kurz die Aufnahme neu starten. Dann weiß ich, wann ich die Pause einschieben, wann ich das rausschneiden muss. Okay, jetzt läuft's wieder. Sehr gut. Unsere Jägershütte, ja, die steht gut da, glaube ich. Ich bin mal gespannt, vielleicht kann man noch irgendwie Bäume pflanzen, das muss man noch in Erfahrung bringen, das weiß ich nicht genau. Dann, 30 Fleisch. Geil. Leder. Federn lassen wir wieder drinnen. Pelz. Kann man eigentlich auch erstmal hier drin lassen, weil ich nicht weiß, wohin damit unten. Unser Inventar ist da, ist dann voll. Und wir brauchen die Näherei Ost. Ah, ich glaube, es wird schon gut. Ein gutes Gefühl. So. Dann würde ich sagen, Feuer an. Wir können auch pennen. Und braten wir kurz alle durch, oder? Ja, komm. Trockenfleisch machen wir eh nicht, von daher, das können wir, müssen wir ja oben aufhängen am Gestell. Deswegen brauche ich es schnell durch. Und wenn es durchgebraten ist, denke ich mal, dass wir dann auch den Skill erreicht haben. Ich hoffe zumindest, dass das dazu zählt zum Technologieskill Produktion. Müsste eigentlich dazu zählen. Also Kochen gezählt zur Produktion. Reizen hat er schon. 14. Das dauert natürlich eine Sekunde. Und dann bauen wir jetzt noch die Nähhütte. Und dann, wenn wir die gebaut haben, machen wir dann wirklich Schluss für heute. Viertel drei schon wieder. Kann sein, dass wir noch ein oder zwei Bäume schlagen müssen für das Brennholz, damit wir auf den Skill kommen. Auf den Produktionsskill 100. So, noch drei Stück. Finde ich sehr langwierig. Können wir uns noch ein paar reinfressen erstmal noch. Wir können natürlich auch schnell... ja, genau. Noch ein paar schnell Fleisch mit Soße machen. Holzschalen müssen wir eigentlich hier haben. 5. Ja, Mann. Da kann ich nicht aufnehmen. Oh, warum nicht? So, falsch gedrückt. So, und dann noch die Zwiebeln dazu. Kessel, ein Kessel Bundes. R6 Stück. Das geht schnell. Das zählt wahrscheinlich aber auch zu dem Skill. Deswegen mache ich das jetzt. Hätte ich es gar nicht mehr gemacht. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Wir müssen ein paar Lichtquellen noch aufstellen. Das machen wir dann alles später noch, Dekoration und so. Aber wir müssen halt kurz mal gucken, dass wir jetzt aktiv bleiben und dass wir quasi auch produktiv bleiben. Das ist ja sehr wichtig. Und da ist jetzt hier so Sachen wie Licht und so, das muss man... So, jetzt Näherei, wir haben es geschafft, das freizuschalten. Das war ja der Plan im Endeffekt. So, einmal Fleisch mit Soße für Dave. Kann ich nicht. Geil, Mann. Dann bauen wir die gleich. Nach dem Schlafen natürlich. Fleisch mit Soße. Würde ich gerne mal essen. Und dann ein paar normale Fleisch noch. So 100%. So, das rüber. Normales Fleisch rüber. Nochmal 22 drin. Kann man auch mal braten dann. Leder, rüber, Platz voll. Shit. Aber 1,6. Habe ich hier irgendwas, was ich rausnehmen kann?
was da eh falsch drin ist. Oh, noch zwei Brennholz, guck mal hin. Wir haben richtig viel Brennholz verbraucht. Das ist wahrscheinlich bei da links drüben auch so. Aber wir gehen erstmal pennen kurz. Schlafen bis zum nächsten Tag. Im Doppelbett. Guten Morgen, Schatz. Hast du gut geschlafen? How are you? Du bist die Beste. Du siehst aus, als könntest du etwas Wasser vertragen. Du bist die Beste. Ist ja nett. Romantik? Ein Kind bekommen? Habe ich. Nee, noch nicht. Noch nicht. Genauer ansehen. 18. Und Stimmung ist stagniert. Warum ist sie stagniert? Warum? Hm. Dann müssen wir noch mal gucken, wie man die von den Dorfbewohnern die Dings hochzieht. Chaos mal hier, genau. Das machst du gut. Immer schön kehren. So, Brennholz brauchen wir ein bisschen. Alles klar. Und, oh, es schneit. Wie sieht die Temperatur aus? 4, 5, irgendwas. Fackel ist gerade kaputt gegangen. Habe ich noch Stroh in der Kiste? Was da eh falsch drin ist? Ne, noch Weizen. Das habe ich gefunden gestern. Ein Stroh. Wir müssen das Stroh herstellen. Wir müssen Dings herstellen. Und er hat sogar recht mit. Ich könnte Wasser vertragen. Da unten, seht ihr? Muss was trinken. Ist auch cool, so eine Frau. Also in dem Game. Dass du dir dann so ein bisschen Dings erzeugt, auch Emotionen. Finde ich gut. Und ich denke mal, jetzt bei dem Schnee wird die Fackel nicht mehr ausreichen, oder? Doch, geht auch wieder hoch. Also Fackel ist overpowered. Winter. Aber wahrscheinlich ist das so ein Quality-Ding, denke ich mal. Könnte ich mir vorstellen. Weil sich der eine oder andere beschwert. Hier die 1000 Pelz, die ich hier in der Tasche habe, die können wir eigentlich... Können wir die hochbringen? Aber die brauchen wir dann in der Näherei, also tue ich, lasse die erstmal drinne. Nach Gewicht sortieren. Der Dünger muss raus. Wir müssen unbedingt so eine Scheune oder was brauchen wir auch noch unbedingt. Ganz wichtig. Ein Haufen Federn. Die können wir hochbringen, die Federn. Die brauchen wir eigentlich nur für Dings. Aber die wiegen aber auch nichts, ne, so gesehen. Aber kriege ich jetzt die Zwiebeln unter? Nicht. Lustig. Ja. Mein Inventar ist immer so voll hier bei dem Spiel. Wir machen das so. Bringen der Dings noch die Hälfte von dem Fleisch rüber. Der anderen Frau, die noch hier wohnt. Und dann ist es aufgeteilt. Unsere Hütte braucht auf jeden Fall mehr Brennholz, komischerweise, ne? Weiß man gar nicht warum. Aber ist so. So, wo bauen wir die Näherei hin? Das ist doch die Frage. Wer ist das? Ach, das ist, Samboja, genau. Will die hin? Also, ich weiß noch nicht, was sie machen soll, bestimmt. Weil es noch keine Näherei gibt. Ich würde jetzt erstmal noch ein bisschen Platz lassen, vielleicht. Da würde ich ganz so ein bisschen in Richtung Dorfplatz gehen. Dann können wir hier ein Stück hochgehen. Machen wir die Näherei hier hin. Hier so. Genau. Gebäude. Produktion. Näherei. Sehr gut. Lass hier ersetzen. Können hier mal alles am selben Ort sein, so gesehen, ne? Bisschen schräg vielleicht. Mittelalter darf man nicht vergessen. Genau. So, Hämmerchen. Steine auf jeden Fall. Ich glaube, 4 waren es, ne? So. Und jetzt als nächstes
8 Holzstamm. Das ist ein Rohbau, aber sonst sehe ich nicht, was wir machen, ob wir alles brauchen. Also müssen wir uns mal ein paar Stämme besorgen. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz zur Jägershütte. Schmeißen die Federn da rein, dann habe ich das mal aus der Tasche. Was geht hier da hoch? Unsere Frau arbeitet hier. Hallo, Schatz. Bin zu Hause. Ne, Quatsch, bin ich zu Hause. Oder zwei Fleischstühle drinne. Pelz. Pflaumensaft. So, jetzt habe ich Platz, gell? Habe ich Platz oder habe ich keinen Platz im Inventar? Ja, ich habe Platz. So, da können wir uns hier einen Baum schlagen. Müssen wir halt zwei, dreimal runterlaufen, sitzt nichts. Gehen wir ein Stück hoch. Ich will nicht halt bei der Jägershütte dann die ganzen Bäume umhacken. Müssen wir mal rausfinden, wie man die Bäume nachpflanzen kann. Steinaxt auf die 1. Ich stink schon wieder, was sagt unsere Frau dazu? Zwei. Vier. Und fünf haben wir jetzt. Können wir noch mehr einladen? 27, 12 Kilo. Eigentlich nicht. Sonst können wir gleich nicht mehr rennen. Da sind unsere Hütten. Und da müsste auch die Dingshütte sein. Ich versuche, die hier mal runterrollen zu lassen. Hier mal gucken, ob das klappt. Machen wir mal so. Stellen wir uns mal so hin. X. Nein. X. X, E, F. So, jetzt Kolotze. Das ist gut gelöst mit den Baumstämmen, dass sie dann zusammengefasst werden, wenn du 10 raustropfst, dass dann alles aus 10 besteht. Das ist gut gelöst. Muss ich aufwärmen. So, das liegt da. Gut, da muss man doch tragen, aber es ist nicht mehr so weit. Ihr müsst auch gleich da kommen, die Hütte irgendwo. Da ist es schon. Und dann brauchen wir 8 Stämme für den Rohbau und dann mal gucken, wie wir noch brauchen für den Rest. Und dann ein bisschen Stroh und dann ist die Hütte wahrscheinlich schon fertig. Und dann setzen wir die noch ein und dann tun wir das zeitlich segnen für heute. Noch 3 Stunden, ich wollte eigentlich nur eine Stunde machen. Wie es immer so ist. Okay. Eine Wand. Drücken wir es mal rein, was wir haben. Ein Holzstamm, 2 Holzstämme. Da brauchen die keine Holzstämme. 4 Holzstämme. 3, 4.
5, 6 Holzstämme brauchen wir noch. 6 Stück. Und viel, viel Stöcke. Und Stroh natürlich, oder? Ja, Stroh. Brauchen wir auf jeden Fall. Hoffen wir, dass die Zweige so ein bisschen nachwachsen um die Hütten auf jeden Fall. Das wäre sonst ein bisschen scheiße. Gleich mal ein bisschen Stroh mit. So, und als nächstes kommt dann der Frühjahr und im Frühjahr werden wir dann das erste Mal ordentlich aussehen. Deswegen habe ich aber das ganze Geld gegrindet, damit wir genug Samen kaufen können. Dünger haben wir schon für 30 Felder. Vermutlich, ich weiß nicht, wie viel Dünger man braucht. Ich vermute, es mal ein Feld, ein Dünger. Und dann sehen wir mal richtig aus. Wo wir die optimale Feldgröße ist. Bei Banish war es immer 12x12, die optimale Feldgröße. Was wird hier wahrscheinlich auch eine optimale Feldgröße geben, denke ich mal. Drücken wir uns mal rein, was wir haben. Es sind nur noch die Stämme brauchen. Quasi. Und dann können wir morgen Abend dann wirklich dann aussehen. Dann gehen wir dann morgen Abend in die... in den Frühjahr. So ein erstes, also erstes Frühjahr, wo wir hier wohnen, quasi. Nein, da haben wir kaputt. Wie scheiße. Okay, habe ich 18 Stroh noch. Ah, das ist aber gut, dann... Das ist gut. Gibt kein Brennholz mehr, ne? Ich glaube mal, der kurz ein bisschen Brennholz, wenn die Stimmung nicht runtergeht. Die hat noch 14. Nehmen wir mal 3 weg. Und dann bringe ich, wir bringen ja jetzt gleich Baumstämme noch mit. Wir fällen 2 Bäume, 6 brauchen wir. Das heißt, wir brauchen dann noch einen für den Hammer, einen Stamm. Und dann resten wir mal Brennholz. Wir haben es ganz gut geschissen gekriegt, finde ich, hier mit dem Winter. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut geht. Aber hey. Es steht und fällt mit dem Essen. Beim letzten Spielstand, also beim letzten Mal, habe ich das Essen völlig unterschätzt. Da habe ich dann nur noch so ein bisschen Pilz gesammelt und da ein bisschen gesammelt und das war, hat überhaupt nicht funktioniert. Im Endeffekt. Jetzt kann man es noch bewegen. Schaufeln. Ich weiß, ob wir den hier jetzt wiederfinden. Ich muss echt wissen, ob wir die Dinger nachpflanzen können, die Bäume. Apfelbäume kannst du ja pflanzen, aber halt auch nur auf Parzellen. Nicht einfach so in der Wildnis. Da müssen wir 10 haben, gell? Ja, 10. 6 brauchen wir. Das heißt, wir machen uns mal einen... Machen wir mal Fackel wieder an. Dann... Ein Hammer. Ja, und dann... 6 brauchen wir, haben wir gesagt. Dreimal Brennholz. Einmal. Und dann müsste ich ja ein bisschen schneller laufen können, glaube ich, oder? Na gut, die Gewichtsreduktion von Brennholz auf normales Holz auf Brennholz ist nicht so hoch. Aber es geht. Ist ja nicht weit. Nein, die Fackel ist kaputt.
Oh, ich kann zum Glück eine neue craften. Zum Glück genug Stroh dabei. Weil das würde uns umbringen, glaube ich, wenn wir jetzt hier nicht genug Zeug dabei hätten. Hier, den kriege ich nicht weg, weil er im Stein drin steckt, den Stamm. Ist echt scheiße. Den habe ich in der ersten Nacht hier, wo wir die erste Hütte gebaut haben, habe ich die gefällt, den Baum. Ein geschichtsträchtiger Baum. Ja, das ist gut. Dann bauen wir daneben vielleicht noch eine Dings. Ein Holzfällerhütchen. Also ungefähr in der Schräglage. Dann sieht das so ein bisschen aus, als wäre gewollt und nicht gekonnt. Und so will ich es haben. So. Holz haben wir ausrüsten auf 3. Aber wohin ihr hört. Wenn nicht verrechnet. Ne, ein Holzstamm passt genau. Und Stroh reicht auch genau, scheinbar. So. Jo. Status nicht gebaut. Ne, da fehlt noch irgendwas. Ach hier. Nein, ein Holzstamm. Fuck. Gut, nicht schlimm. Holz brauchen wir ja immer zum Glück. Gehen wir einen Baum uns holen. Ein bisschen Brennholz rein. Wenn ich es reinkriegen würde wenigstens. Ja gut. Ich kann es vor der Tür schmeißen einfach. Vergesse ich immer wieder. Ist zwar nicht dieses feine, saubere englische Art, sich das Zeug vor die Tür zu schmeißen. Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll jetzt. Ich vergesse aber, ich wollte vor dem Stream nochmal gucken, ob du hier bei dem Spiel irgendwie Kisten bauen kannst. Und lagern kannst du sicherlich irgendwie machen. Aber habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Mal gucken. Aber wir können. Mit einem können wir laufen. Deswegen gehen wir noch ganz kleines Stückchen hin. Hol uns hier ein. Ich muss echt gucken. Ich muss mir eigentlich meine Liste machen mit Sachen, wo ich nachgucken muss. Einmal muss ich wissen, ob ich Bäume anpflanzen kann und wie. Und dann muss ich wissen, was ich eben gesagt habe. Wie. Was ich wieder vergessen habe. Sehr gut. Was ich, ob es Lagerkisten gibt, genau. Oh, neues Gebäude, Kräuter, Alter, Mann. Wir haben Gas gegeben. Das würde ich dann als nächstes bauen. Ja, das können wir eigentlich machen. Die kommen wir beim Holzfäller oben. Das habe ich bei Vanished auch mal so gemacht. Eine Kräuterhütte und einen Jägermann. In der Nähe immer so. Die haben sich nicht aufgehoben gegenseitig. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir hier auch. So. Ja, das ist doch cool. Jetzt dann den Weg. Hier mache ich dann noch einen Weg. Klopfe ich dann hier noch an. Und hier daneben bauen wir dann noch irgendeine Produktionsstätte. Ein Stückchen mit Abstand. Ja, Mann. So, jetzt haben wir alles da. 90%. Bauen wir das Ding auf. Bauarbeiten abgeschlossen. Schön. Aber da keine Produktionsstätte. So, da müssen wir ganz kurz, was können wir denn hier alles produzieren? Direkt einfache Säckchen. Trinkschlauch, Leingarn, Mütze. Ach guck mal, hier kann man dann direkt die Hütze, die Klamotten bauen. Ja, da brauchst du wahrscheinlich Wolle oder was weiß ich alles. 3 Leder. Ein Sattel. Kleine Satteltasche und so weiter und so fort. Da müssen wir natürlich das Pelz, muss alles hier rein dann. Dann können wir das gleich mal rüberholen, das Pelzgelumbe dann. Und als Werkzeug braucht er nix. Häkelgarn. Okay, dann setze ich mal die gute Frau, die wir jetzt dafür vorgesehen hatten. Dafür ein. So. Sehr gut.
mit zwei Fertigkeitenpunkten da drin, also die wird wahrscheinlich auch gut arbeiten. Von daher. So, und jetzt als erstes. Ist das gesperrt? Weiß noch nicht, kann wahrscheinlich, muss das lernen. Muss trotzdem lernen, das Zeug. Okay. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, was... Achso, klar muss man das lernen für Geld. Gucken wir gleich mal, was man da... ich hole mal den Pelz und den Leder hole ich mal bei mir aus der Dings, dann ist das mal raus. Hallo. So, und da ist der Winter für mich gegessen im Endeffekt. So gesehen. Wir haben Essen. Wir haben hier noch Essen. Brennholz ist da. Soweit. So gut. Also, wo ist das Brennholz denn? Achso, ich hab doch vor der Tür geschmissen. Ich erinnere mich gerade. Hier Leder. Nehme ich. Pelz. Nehme ich. Und den Stamm schmeiß ich vor der Tür. Sieht irgendwie auch cool aus, wenn ein paar Stämme rumliegen. Ich hoffe, das gibt es als Deko irgendwo. X. X. So, dann kann ich laufen. Oben sind wahrscheinlich noch mehr Pelz. Weiß nicht, ob die Federn da reinpassen. Glaube nicht. Machen das Leder rein. Und wir machen Pelz rein. So. Und jetzt, ich weiß, ich kann ja über die Dings gehen, aber ich gehe mal hier über das. Oh, 1% geht Stimmung hoch, wahrscheinlich weil er Arbeit hat. Wahrscheinlich könnte, wenn die arbeitslos sind, dann haben die keinen Bock. Die nicht gut. Technologie. Holzschuppen, Blumentopf aus Stein. Was kann der Holzschuppen? Ein Gebäude zur Rohstoffgewinnung. Arbeiter, die hier tätig sind, liefern Holzstämme und Stöcke. Auch Bretter und Brennholz werden hier gefertigt. Alles klar, Holzschuppen. Das sieht euch dann auch mal bei demnächst bauen. Der war gut. Und hier ist die Näherei jetzt. So, da würde ich Leinengarn freischalten. Dicke Lederhandschuhe. Lass mal kurz gucken, was die Pelzklamotte kostet. Hier. Wollstoff. Irgendwas mit Pelz. Edelpelzstiefel. Kosten, 16 Pelz und 12 Leder. Aber dann lerne ich das Pelzzeug alles. Pelzstiefel, ja genau. Außer mal, weil Leder und Pelz können wir beschaffen. Das heißt, sie beschaffen, das können wir produzieren und dann können wir es im Winter teuer bei denen verkaufen. Finde ich gut. Machen wir so. Hier oben, da fehlt das Messer bei Jägerhütte. Lass uns noch Messer hochbringen. Lernen wollte ich erstmal schnell Technologie. Das. Näherei. Pelzschuhe. Oh, ist aber teuer. Pelz. Umhang. Oh, das ist aber richtig teuer. Dann, was haben wir noch? Pelz, Pelz, Umhang. Hose. Einfache Schuhe. Sattel. Hose mit Manschetten. Pelz, Umhang. Pelzhose gibt's wohl nicht, oder was? Bunthose. Alles Leingewebe. Wir müssen nicht gucken, dass wir das produzieren können. Also, wir haben im Endeffekt nur Pelz und Leder, was wir beschaffen können. Dicke Lederschuhe. Leinengewebe.
Brauch unbedingt Leinengewebe. Das lerne ich auch mal. Das kostet nicht so viel. So, okay. Da kann ich erstmal produzieren, denke ich mal. Dann stelle ich dir das ein. Schuhe. Mach's nicht ganz so hoch. Kann sich Zeit lassen damit. Pelzschuhe. Machen wir 10%. Pelz und Leder. Haben wir eigentlich alles jetzt da. Und hier brauchen wir Flachshalme. Flachshalme. Also müssen wir Flachshalme anpflanzen, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Flachshalme und irgendein Getreide würde ich gerne anpflanzen. Und dann würde ich noch anpflanzen. Ach so, ein Messer müssen wir mal craften. Für die Jägerhütte. Kann ich vielleicht, das habe ich das Zeug dabei. Sehe ich nicht. Stock haben wir genug. Stein fehlt uns noch. Könntest du ja schnell mal 4-5 bauen. Einfach. Ich mach mal 4. Dann haben die erstmal ein bisschen zu tun damit. So. So, haben wir hergestellt. Und dann packe ich mal die Federn hier rein. Und die 3 Messer. 4 Messer. 5 sogar. Und mein eigenes, mein persönliches Schein mit AP, alles egal. Jetzt. Pelz raus. Leder raus. Das brauchen wir unten natürlich. Fleisch nehme ich auch mal mit runter. Und dann kann das erstmal so bleiben. Schön. Mal vielleicht nächstes Jahr, vielleicht gucken wir Leder. Oh, Arina, was ist los? Hallo. Oh, jetzt kann ich Romantik machen mit der. Ach so, nee, Quatsch. Ist so wichtig. Mach's gut, meine Liebe. Ist ja meine Frau. Ich dachte, kann ja die betrügen. Aber damit betrüge ich sie nur mit sich selbst, Auto. Ich fühle mich unsicher, wenn ich kein Messer dabei habe. Deswegen crafte ich schnell eins. Oh, guck mal, die spinnt sogar richtig. Ist ja geil. Nicht gut. Leder. Pelz. Sehr gut. Oh, Pflaumensaft nicht. Er hört mir, mein Pflaumensaft. So, die arbeitet. Nächster kriegt unser ganzes Dorf dann richtige Klamotten. Und so weiter und so fort. 3 Ingame-Tage, eine Jahreszeit ist echt nicht viel, ne? Du guckst. Und das mal hier rein. So. Das brennt jetzt gleich alle, Alter. Was waren die mit dem Heuholz? Fressen die das oder was? Achso, Gott, ich hab's vor der Tür geschmissen. Nicht blöde. So, das sieht gut aus. Geh nochmal drüben bei der Samoya gucken, wie die heißt. An die Namen muss ich auch noch gewöhnen. Oh, 7 Brennholz. Essen hat sie noch. Gebratenes Fleisch hat sie. Trinken hat sie noch. Die kommt auf jeden Fall jetzt in den einen Tag hin, Überwinter. Sehr gut. So, und dann würde ich jetzt sagen, sind wir am Ende angekommen. Mal gehe ich jetzt hier rein in die Hütte. Es ist jetzt 16.17 Uhr, gute Zeit, um Feierabend zu machen. Für mich und auch für den Char. So.
Ja, würde ich sagen. Dass wir uns morgen Abend wiedersehen bei Back 4 Blood, Schrägstrich, später dann bei hier Medieval Dynasty. Da haben wir noch einiges zu tun. Nächstes geht in den Frühling. Und im Frühling können wir dann ja uns ordentlich anstrengen. Stream 03. So. Man Safe Game angelegt, ein neues Mal ist ja nie für was gut ist. So. Und dann ab ins Hauptmenü. Mache heute auch nichts mehr. Denk mal, ich bin jetzt auch durch. Dann bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann morgen in aller Frische wieder. Und wer es noch nicht gemacht hat, lässt einen Daumen da. Und was ihr so da lassen wollt, ist mir egal. Hauptsache, lasst irgendwas da. Und in dem Sinne sehen wir uns dann. Bis später.